Hallo und herzlich willkommen zu Preiswert Perfekt, Ihr Beauty-Magazin mit der Valerie Demser. Stehen Sie auch immer mit dem falschen Fuß auf? Landet Ihr Brot vom Discountbäcker auch immer mit der Seite, mit der billigen Margarine auf dem Boden? Tja, dann hat sie wohl ihr Glück verlassen. So wie Anna. Sie ist verdammt unglücklich. Hä? Ja, seht sie euch an, dieses Häufchen Elend. Also, eigentlich habe ich gerade im Lotto gewonnen. Ja, Tippgemeinschaft? Ja. Für Arbeiterklasse, egal. Es gibt mehrere Wege, wie man sein Schicksal wenden und wieder Glück bekommen kann. Man kann zum Beispiel einen Schornsteinfeger heiraten, der zufällig eine Schweinefarm besitzt, mit Schweinen, die nur vierblättrigen Klee fressen. Man kann das Ganze aber auch abkürzen und sich von mir spirituell behandeln lassen. Dazu lege ich heilende Steine auf Annas Körper und bringe ihre Energiezentren, die sogenannten Chakren, wieder ins Gleichgewicht, damit sich ihr Schicksal wendet. So, beginnen wir mit dem Herzchakra. Dieser Amethyst verleiht Ruhe und Zuversicht. Legst du dich schon mal hin? Ja. Wir legen ihn einfach auf die Brust. Ja. Gut, wenn man das bei Anna jetzt so nennen möchte. Weiter zum Nabelchakra. Dieser Topas hilft dir, dich selbst zu lieben. Nicht, was du denkst, nein, Selbstvertrauen zu gewinnen. Wir legen ihn auf den Nabel. Hoppala, jetzt ist der Nabel bei der Anna so riesig, der hat den ganzen Stein verschluckt. Den tust du aber nachher selber raus. Weiter geht es mit dem Sexualchakra. Obwohl, lohnt sich das hier wirklich? Dachte ich's mir. Kommen wir also direkt zum Kronenchakra. Das ist für das Gesicht zuständig. Und da sehen wir schon, da ist bei der lieben Anna einiges zu machen. Aber auch dafür gibt es einen heilenden Stein. Ja? Und den legen wir jetzt einfach da drauf. Wahnsinn, wie schnell sich das Schicksal binnen weniger Sekunden wenden kann. Und nächste Woche plastische Gesichtschirurgie. Und danach Ihre Valerie Demser.